Ja, einen wunderschönen guten Tag zu, ja, endlich wieder einem neuen Videotagebuch. Aber ich denke mal, bei euch wird es keine Verzögerung geben. Ja, wir sind heute bei Tag 30. Ich habe das jetzt mal alles nachgerechnet. Tag 30 müsste es sein. Tag 25, 26, also alle Tage dazwischen, die konnte ich leider nicht drehen, da ich entweder verhindert war oder der Server down war, ja. Wir hatten einen Angriff, also hier hatten wir einen DDoS-Angriff, so heißt es von den Admins. Und ja, die ganze Map ist im Arsch. Das Einzige, was wir jetzt noch haben, ist Map Seed, also der Seed von der Map, den haben wir wieder genutzt. Somit haben wir hier genau identisch gleiche Gegenden, die wir auch wieder bebauen können. Und ich habe mir vorgenommen, das recht ähnlich hier zu gestalten. Also, dass ich wieder hier so meine Steigung habe, meinen Garten. Das muss ich alles noch zumachen. Ich mache das mal wieder an hier. Das muss ich ja, die Bucht muss ich wieder zuklatschen. Also, es wird eine ganz schöne Arbeit. Jetzt soll das. Oh. Hilfe, ich komme nicht ran. Ich komme nicht ran. Komm nicht ran. Oh, du armes Tierchen. Ne, wir haben so viele Ocelots hier. Irgendwie sind die ganz komisch. Manche rennen überhaupt nicht weg. Manche rennen sofort weg, aber finde ich ein bisschen komisch. Das ist der Herr Creeper. Da drüben ist wieder ein Ocelot und da vorne haben wir, glaube ich, auch einen. Ich glaube, hier vorne. Ja, da haben wir wieder einen Ocelot. Naja, gut. Also, wie ihr seht, ich habe hier wieder angefangen, die Plattform zu machen. Also, so sah es ja erst ungefähr aus. Ich glaube, das ging ein bisschen weiter. Ging nicht so weit nach außen, aber so genau kann ich es eh nicht nachbauen. Deswegen belasse ich es mal so. Und das wird alles noch zugemacht. Erde muss ich auch sammeln. Die ganzen Wege sind weg, aber der Kreml steht jetzt da. Nur ist er ein bisschen weiter in südliche Richtung. Also auf der alten Map hatten wir ja noch ein bisschen mehr Platz hier, so ungefähr. Aber so ist es ja nicht schlecht. Da habe ich ja. Also, mein Grundstückswert steigt enorm, muss ich sagen. Also, es wird schon geil. So, hier haben wir Mr. Papayas Kathedrale. Sieht an sich richtig cool aus. Ich war noch gar nicht hier drin. Also, ich habe heute intensiv bei mir gearbeitet. Hallo? Bist du beten? Ja, ich hoffe mal, du hast gebetet. Und jetzt stirbst du. Ja, und der Schwierigkeitsgrad ist jetzt auf Normal hochgestellt. Also man kann jetzt von Cave-Spidern, kann man sich vergiften oder die vergiften einen und ja, ist halt nicht so besonders schön. Gut, der Turm müsste noch gemacht werden, meiner Meinung nach. Könnte noch eine Spitze dran. Aber sonst ja. Gut gebaut, lieber Papaya. Okay, jetzt haben wir hier irgendein Häuschen, wem es auch gehört. Schauen wir mal nach. Und wir haben jetzt endlich, ah genau, wir haben Mr. Papaya. Wir haben jetzt endlich Logblock hier drauf. Das heißt, wir können jetzt einfacher verfolgen, wo, wann User da sind und wer was abgebaut hat. Und es ist viel bequemer. Ja, hier haben wir jetzt den Keller. Den haben wir jetzt, der wurde schnell mal mit World Edit ausgehoben. Und ja, Hauptsache, dass wir jetzt. Das ist ja mal ein Ernstes dort. Dass wir hier. Das sind ja viele Monster. Dass wir jetzt nicht jetzt alles unbedingt nochmal hier machen. Also in Verbindung mit dem Kreml, das haben wir ja schon gemacht. Und das käme echt nicht schlecht, wenn wir dann schon den Großteil hätten. Wir müssen sowieso jetzt hier das hier hacken. Dann müssen wir hier das noch alles ersetzen. Und ja, aber jetzt können wir es nämlich endlich symmetrisch machen. So, da fliegen wir hier mal lang. Wer auch immer hier gebaut hat. C-Info, das ist auch eine Möglichkeit. Dendaya 2, ah, okay. Okay, Dendaya 2. Dann haben wir hier drüben, wenn ich mich recht erinnere, hat damals Dendaya 1 dort gebaut. Ich glaube, es müsste. Oh, ich bin rausgefallen. Bis gleich. Ah, ist ja manchmal schlimm mit den Connection Resets. Ah, jetzt war gerade Mitternacht, deswegen hat es das resettet. Ups, scheiße. Verdammt.
Das muss ich jetzt wieder in Ordnung bringen. Ich nehme mal nach Hause, Homelager. La 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 la. Entschuldigt. Vielleicht schneide ich das auch raus. Aber vielleicht auch nicht. Warum ich jetzt. Hä? Warum kann ich nicht fliegen? So, okay. Schauen wir mal nach, wer das gebaut hat. Ach, hier. Zehn Info. Oh. Alex G. hat das gebaut. Okay. Alex G. Alex baut hier auch wieder. Fliegen wir einfach mal weiter hier rüber. Hier rüber. Na klar. Ich glaube, das ist von Marbix. Müsste von Marbix sein. Haben wir hier ein kleines Häuschen, was sehr stark nach Ernst erinnert. Glaube ich zumindest. Nee, coole Affe baut hier. Coole Affe, warum baut coole Affe hier? Nun ja, wer baut denn hier das große Gebäude, das ganz große Gebäude? Warum sind die Türen alle auf? Verwundert mich. Denn da ja eins. Großes Gebäude, Respekt. Sieht sich nicht schlecht aus, sieht aus wie so ein Innenhof hier. Ist er hier Innenhof rein oder? Naja. Das hier drüben, glaube ich, ist von Grinch. Sofern ich Erzählungen oder sofern Erzählungen stimmen. Ach, Heno. Dann ist das von Grinch. Na, da wird das von Heno sein und das hier drüben von Grinch. Ja, ich fliege einfach mal um den Kreml so herum und zeige die ganzen neuen Dinge, also. Ja, genau, der Grinch baut hier. Also es sind schon wirklich ein paar Tage vergangen, seitdem ich das letzte Mal hier mich richtig umgeschaut habe. Und ja, es sieht wirklich beeindruckend aus, wie hier schon manche Gebäude stehen. Ich habe noch gar kein Häuschen da, aber ich habe erst heute richtig angefangen. Ups, die Schafe sind ja alle jetzt. Zauberschafe. Ja, jedenfalls hab ich heute erst angefangen, richtig hier was zu machen, weil ich hatte die letzten Tage keine Zeit. Heute hatte ich meinen letzten offiziellen Schultag. Abiturergebnisse bekannt gegeben. Es ist ganz gut. Ich habe ein gutes Abitur. Das gefällt mir. Und ja. Gestern Vorbereitung für heute halt und da blieb halt überhaupt keine Zeit für irgendwelche Minecraft-Aktionen, weil ich ja heute dementsprechend wieder früh raus musste. Um 5, um ehrlich zu sein, ja. Hier haben wir ein kleines Häuschen von Timo und hier natürlich Sarumans Tower, das muss sein. Aber jetzt haben wir hier leider hier überall Dschungel rumgeklatscht, was nicht nur mir. Nicht mich, nicht mir gefällt, sondern auch Ernst irgendwie nicht so anspricht, weil jetzt haben wir nämlich überhaupt keinen richtigen Platz mehr hier hinten wieder in das alte neue Wohngebiet, was irgendwann mal. Und ja. Naja, mal schauen, wie sich das noch ändert. Ja, hat jemand ganz schön. Wer war denn das? Wer hat denn hier? Nee, das ist. Das sind keine natürlichen. Nee, was? Komische Bäume. Naja, aber der Turm ist immer noch eindrucksvoll. Ja, hier drüben, da wo das hier mit Erde abgesteckt ist, also. Ja, hier, die Erde ist nicht genau nur Eckpunkt, sondern hier so herum bis hier hinter, baut der liebe Husker44, auch bekannt als Gauner Games HD. Ich zeige ihm noch schnell die Kühe. Bis gleich. So, ich habe dem Ankotar jetzt Kühe gegeben, jetzt ist er endlich zufrieden. Ja, hier drüben baut Gauner Games HD. Auch bekannt als Husker44, nein, andersrum. Und hier drüben kommt dann auch Guris Riesengebäude hin, was auch immer das sein soll. Ich glaube,
ich glaube wieder die Bank. Aber wer das hier gebaut hat, da frage ich mich echt. Können wir immer schön nachschauen mit C-Info. Ach, Marek. Marek kommt mir bekannt vor. Marek war schon auf Miner 7 bei uns. Ja. Also ihr seht, hier ist überhaupt wieder, also wieder muss ich sagen, nichts. Die PvP-Arena gibt es auch nicht mehr. Die wird aber hundertprozentig rekonstruiert. Nicht genau gleich, aber sie wird rekonstruiert. Und mir fällt auf, dass es nicht genau richtig ist. Ja, egal, egal. Ungefähr stimmt die Position, ja doch, die haut eigentlich ganz gut hin. Okay. Also dann hoffe ich mal, ihr seid nicht allzu stark, allzu sehr geschockt, weil hier alles weg ist. Aber ja, jetzt können wir wieder komplett von neuem anfangen. Ich habe wieder ein paar Diamanten. Ich kann sie euch ja gleich mal zeigen. Die habe ich hier drin. Ja, meine 19, 23 Diamanten habe ich jetzt. Für Music Discs, aber das kriegt man alles durch die Skills raus. Und ja. Wieder Haufen Kacke, 41 Stack, also 41 Stück Kacke in der Kiste. Das macht man nicht. Hat jetzt die Schweine erledigt. Ich finde das lustig. Ach, Ankutar. Okay. Also dann, wir sehen uns morgen wieder. Ich werde garantiert sehr viel hier noch bauen. Die Bucht werde ich anfangen. Dann werde ich hier meinen Grundriss garantiert legen und hier die Erde wegmachen und natürlich die Farm ein bisschen ausweiten. Ja, also dann bis bald. Ja, das Haus ist in Arbeit. Wir sehen uns zu Tag 31. Also dann, tschüssi, euer Honey 0007. Ciao, ciao.